Ja. Ei? Die Bären- und Wildschwein-Szene kann ich Feieres auch geben. Die Ja? Sumpfranzen-Szene, weil die holt sie ja aus den Viechern raus. Nach dem Töten. Ja. Also hier gibt es nur noch Urnen, die wir zerdeppern Ja. können. Und den finden wir Lederbänder. Oh, Kohle und Sandstein. Das wiederum ist gut. Vor allem der Sandstein. Naja, okay, die Kohle eigentlich auch. Hier ist ein bisschen Ulmenholz drin. Noch mehr Kohle und Sandstein. Das ist ja gerade das, was Vorgrim gebrauchen kann. Ulmenholz. Zerbrochene Pfeile kann er auch mal an Feieres abgeben. Was? Davon hat sie ja mittlerweile auch schon einen guten Haufen. Und zersplitterte Bolzen ebenso. Wir hätten eigentlich genug, dass sie selber Pfeile herstellen können kann. Da brauchen wir nur noch Holzleim dafür und die Rezepte. Ja. Das ist jedenfalls so gesehen billiger, als wie wenn wir sie kaufen, weil 100 Pfeile kosten auch immerhin eine Dukate. Die billigen. Und ich glaube, mit einem Holzleim können wir, glaube ich, 50 Pfeile herstellen. Und ich glaube, Holzleim kostet ein Silberling. Also können wir mit einer Dukate, das sind 10 Holzleim, 500 Pfeile machen. Jetzt bin ich an den Yoruga-Wurzeln vorbeigerannt. Brauche ich doch. Es ist schon ein bisschen schade, dass es so hier in Drakensang nicht solche Mechanismen gibt, wie man sie aus der Nordland-Trilogie kennt. Also Hunger, Durst, Krankheiten. Könnte man gerade in so einem Gebiet gut einbauen. Aber ich glaube, das würde dann einfach nur das Spiel in die Länge ziehen. Deswegen hat man es nicht gemacht. Ah, ja. So, jetzt gehen wir hier einmal außen rum und dann durch diese ziemlich alt aussehende Ruine. Ja, der Pfeilzahl oben zeigt uns sogar schon den Weg, wo wir lang müssen. Die Hirsche lassen wir mal in Ruhe, aber die Urne zerdeppern wir. Ja, wir sind Vorgrim, der Urnen. Der Elefant im Porzellanladen. Gleich von Neugier, was wir da wohl alles in der Ruine finden werden. Am besten gehe ich schon mal auf leisen Sohlen vor und suche den günstigsten Weg. Du bist nicht der einzige Schleicher im Bunde Kuano. Lasst uns doch lieber zusammengehen, denn so können wir uns im Falle eines Kampfes auch am besten wehren. Kuano wollte gleich vorschleichen und den Tempel plündern, hat's mir den Eindruck. Da unten sieht es ziemlich dunkel aus. Ja. Aber uns steht noch ein Braunbär im Weg, bevor wir da runtergehen können. Gut, den räumen wir noch aus dem Weg. Und dann geht es ab in diesen Tempel. Erstmal Angriffsbefehl geben. Was? Angriff! Ja. Dann können alle ja. draufhauen. Und der Bär geht natürlich auf Kuano los. Ich kann auch mal ein paar Bolzen verbraten. Mit gezielten Schüssen. Sanyasa. Ja. Das macht dem Braunbär kaum was aus. Sein Fulminictus doch effektiver. Und Kuano gleich nochmal einen Sternenwurf. Für das Stufe 1 Wunder ist er gar nicht mal so ineffektiv. Muss ich ehrlich zugeben. Den sollte ich wirklich öfter benutzen, den Sternenwurf. Der ist sogar besser, glaube ich, als seine Kampftalente. So.
Da unten steht jemand. Ist das der Typ von vorhin? Bosporanische Ruine. Also ein Überbleibsel vom Bosporans Reich. Ein neuer Versuchsteilnehmer betritt die Bühne meines Experiments. Was hat euch so lange aufgehalten? Ja. Das kommt jetzt unerwartet. Also ja, es ist derselbe Typ, dem wir vorhin begegnet sind, bei dieser verfluchten Sumpfranzenpflanze. Und er hat hier irgendwas mit der Ruine vor, will ein Experiment starten? Okay. Ich bin nicht wegen eines Experimentes hier, sondern um ein Heilmittel für meinen Freund zu finden. Ja, sind wir direkt und aufrichtig. Zwei Dinge, die sich nicht notwendig ausschließen, wenn man bedenkt, welchem Schrecken ihr begegnen müsst, um euer Ziel zu erreichen. Wer ist der Kerl bloß? Ich traue ihm nicht so ganz. Aber er scheint was über den Tempel zu wissen, also fragen wir ihn mal, von welchem Schrecken sprecht ihr? Ein Dämon. Gerufen durch die alten Bosporaner. Gebunden durch ihre Macht. Befähigt durch ihr Wissen und kontrolliert durch ihre Logik. Das klingt nicht gut, also ein Dämon. Ich glaube nicht, dass es ein Hashtot ist, aber wenn es doch einer ist, dann lache ich ein bisschen. Aber gut, ein Dämon ist gefährlich, weil Dämonen lassen sich normalerweise kaum durch normale Waffen verwunden. Aber wenn es ein Dämon ist, dann kann man ihn besiegen. Auch wenn es schwierig sein dürfte. Und damit sowohl Arthur als auch den Elfen helfen. Nein, der Reim war nicht gewollt. Okay. Versuchen wir es mal mit Quanos Magie-Burkunde. Eine Dämonenbindung, die vor so langer Zeit erfolgt, es ist unwahrscheinlich, dass sie noch immer anhält. Ihr habt euch bereits oberflächlich mit dem Thema beschäftigt. Dann werdet ihr bald erkennen, dass große Denker lange vor euch bereits Experimente wagten, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Nein, können wir uns nicht. Also ich will mir nicht vorstellen, was ein durchgedrehter, irrer Nekromant oder Dämonenbeschwörer alles für Mist bauen kann. Ängstigt euch dieser Gedanke? Jetzt fängt er schon wieder damit an. Vorhin hat er uns ja gefragt, ob uns die Pflanze ängstigt. Nicht die Bohne. Eigentlich nicht. Nein. Ein bisschen nervös macht uns das Ganze schon, dass da unten ein Dämon rumspukt. Das ist immerhin ein ernstzunehmender Gegner, noch schlimmer als der Ogre, den wir gerade besiegt haben. Aber ja, was muss, das muss. Wir brauchen das Heilige. Ihr erkennt also ganz richtig, dass Angst zu völlig irrationalem Verhalten führt. Umso besser, dass ihr euch entschieden habt, an meinem Experiment teilzunehmen. Wann haben wir gesagt, dass wir an deinem Experiment teilhaben wollen? Aber gut, ich denke mal, er geht davon aus, weil wir in die Ruine gehen, kann er uns auch gleich erforschen. Ihr werdet in die Tiefe steigen und euch der Angst stellen. Sucht die Siegelsteine, welche die Manifestation des Dämons in der dritten Sphäre manipulieren. Von Dämonologie habe ich nicht so viel Ahnung, aber dritte Sphäre klingt schon nicht sehr gut. Aber versuchen wir es erst noch mal mit Menschenkenntnis. Sie versucht mich zu manipulieren. Was wollt ihr? Also, wir wollen letztendlich wissen, wer du bist. Das intelligente Versuchssubjekt erkennt, dass es selbst nicht Zentrum des Experiments ist, sondern nur das Ergebnis Wert besitzt. Kommen wir also zum angestrebten Ziel dieser Untersuchung. Ja, er will diese Siegelsteine, also... Entweder, wenn ich ihn falsch einschätze und er doch eher ein Guter ist, wird er wahrscheinlich damit versuchen, Magie gegen den Dämon zu entwickeln, also Schutzmaßnahmen. Wenn er böse ist, wird er versuchen, mit den Siegelsteinen weitere Dämonen zu beschwören.
Also, warum wollt ihr diese Gesteine haben? Ich führe eine Reihe von Experimenten durch. Momentan befasse ich mich mit der Angst als Konkurrent der Gier unter Berücksichtigung der geistigen Dekonstruktion durch irrationale Einflüsse. Was? Das würden vielleicht manche denken, aber ich verstehe schon, was er meint. Er meint also, dass die Angst stärker sein kann als die Gier, aber nur durch irrationale Einflüsse, also sowas wie jetzt Angst vor Dämonen oder Untoten. Für die Siegelsteine werde ich euch je nach Anzahl mit Dukaten oder gar Dingen, die für euch mehr Wert besitzen, entlohnen. Doch beachtet, dass euer Leben von ihrem Einsatz abhängen könnte. Nun gut, er scheint nicht wirklich ein Dämonenbeschwörer zu sein, sondern wahrscheinlich eher gerade das Gegenteil. Er sieht aus wie ein Zauberer, also besitzt tatsächlich einen eigenen Zaubertrupp, versucht wahrscheinlich neue Schutzmaßnahmen für seinen Turm zu finden. Denn mit Hilfe der Siegel könnt ihr die Eigenschaften des Dämons kontrollieren. Doch habt ihr die Steine einmal eingesetzt, werdet ihr sie nicht wieder lösen können. Es ist eure Entscheidung. Also wir können entweder die Steine gegen den Dämon benutzen oder sie ihm bringen. Man soll das Feld des Bären nicht verteilen, bevor man ihn erlegt hat. Also man soll noch nicht auf die Belohnung absehen. Deswegen sind wir mal lieber vorsichtig. Gucken wir erstmal kurz in die Handwerkskiste. Aber gut. Ab in die bosparanische Ruine. Und da drin eigentlich gleich einen Quicksave gemacht. Schade, ich dachte, Forgrim hätte was zu dem Thema zu sagen, da es ja mehr oder weniger zu Hauptquest gehört. Aber gut. Schnell speichern. Mal einen Blick auf die Karte werfen, die sieht ziemlich groß aus. Da ist der Ausgang wieder. Ah ja, jetzt sind wir hier. Von da oben konnten wir ja vorhin runtergucken. Also ja, ich höre gerade den Amazonen da unten zu. Okay, jetzt sind sie fertig. Dunkle Amazonen. Ob wir gleich zu denen hinrennen sollten, weil die müssen wir definitiv bekämpfen. Die dunklen Schwestern der Rondra-Anhänger. Hier ist eine alte Tür, die wir einfach so öffnen können. Was ist hier drin? Woher kommen diese widernatürlichen, am Leben erhaltenen Leiber? Was hat nach all der Zeit noch Macht über sie? Skelette. Na was wohl, der Dämon wahrscheinlich. Gut. Gegen Skelette kämpfen ist... eigentlich kein so großes Problem. Es gibt Schlimmeres als Skelette. Das Skelett kriegt von mir einen Fulminictus ab. Aua, also gut Schaden machen sie, Forgrim. Feiere es halt gleich mal, Forgrim.